meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Zur dritten Folge der Sendereihe Nicht wahr begrüße ich Sie besonders herzlich. Denn es ist mir gelungen, ein Phänomen aufzuspüren, worauf noch niemand gekommen ist. Doch vorweg ein paar Worte zur zweiten Folge. In der ging es ja um das variskische Gebirge im Harz. Ich hatte bekanntlich Auffaltungen gesucht und auch gefunden. Nur ist das am Ende gezeigte Faltengebirge nicht im Harz zu finden, sondern in den Alpen. Es tut mir leid, wenn Sie monatelang im Harz diese imposante Felsenwand vergeblich gesucht haben. Leider ist mir ein Stück von meinen vielen Urlaubsfilmen beim Filmschnitt dazwischen geraten. Aber nun zu dem neuesten Phänomen. Immer wieder werde ich gefragt, ob es nicht Vulkane im Harz oder am Harz gäbe. In der ersten Folge dieser Sendereihe sei ja schließlich die Rede davon gewesen. Und in der zweiten Folge wäre kurzzeitig ein Berg bei Bad Harzburg zu sehen gewesen, der in der Tat die typische Form eines Vulkans hätte. Nun gut, sehen wir uns jenen Berg noch einmal an. Auf der Fahrt nach Bad Harzburg streife ich rein zufällig Langelsheim. Wie wir aus den ersten Folgen ja bereits wissen, wird hier die neue B82 gebaut. Hier im Westen von Langelsheim sind die Konturen der Fahrbahn schon deutlich erkennbar. Die Brückenbauwerke sind im Rohbau nahezu fertig. Südwestlich der Stadt. Die neue Trasse wird langsam fertig. Besonders beeindruckend war der Bau der innerste Brücke südlich von Langelsheim. Nun ist auch sie fast vollendet. Da können die meisten Okerbrücken zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig neidisch werden. Dort schließt sich der erste asphaltierte Abschnitt der neuen Trasse an. Kreuzungsfrei geht es über die Straße zum innersten Stausee. Südöstlich von Langelsheim hat der Neubau gerade erst begonnen. Und dort soll die B82 einmal entlang laufen. Doch jetzt fahren wir zu unserem Expeditionsziel nach Bad Harzburg. Kommt man als Wolfenbüttlerin oder Braunschweiger oder Autofahrerin oder Motorrad auf der Autobahn aus dem Oderwald oder fährt über Bad Harzburg ins Odertal, fällt einem der Harz oder besser jener spitze Berg ins Auge. Dort ist er also, der gesuchte Berg, der aussieht wie ein Vulkan, direkt hinter Bad Harzburg. Er läuft ja nach oben spitz zu. Und das ist natürlich ganz typisch für einen Vulkan. Sein Name ist übrigens Burgberg. Da denkt man sofort an eine Burg. In der Tat, im Mittelalter hat dort eine Burg drauf gestanden, die heutzutage leider nicht mehr existiert. Es war ja bekanntlich sehr schwierig, im Mittelalter eine Burg zu bauen. So nutzten die Leute damals die Naturgegebenheiten aus, nahmen gleich diesen vom Krater aufgeschütteten Wall als Schutzwall und die Burg wurde im Krater vermutlich gebaut. Damit war diese Burg sozusagen uneinnehmbar. Aber uns interessiert ja nicht die Burg, sondern dieser Vulkan. Hat er noch Auswirkungen auf die Umgebung? Wir werden weitersuchen. Wenn der Burgberg also ein Vulkan ist, dann müssten in der Umgebung auch vulkanische Erscheinungsformen sichtbar sein. Wie sehen solche in der Theorie aus? Anhand einer Skizze will ich Ihnen das einmal zeigen. Hier sehen wir einen Querschnitt durch das Erdinnere. In mehreren Kilometern Tiefe befindet sich die Magmakammer. Bei einem Vulkanausbruch dringt die Magma durch den Schlot bis in den Krater des Vulkans. Dabei kann es vorkommen, dass auch mehrere kleine Nebenschlote entsteht, sodass also die Magma auch hier herunterfließen kann. Ja, es kann sogar vorkommen, dass
solche Nebenschlote sich mehrere Kilometer vom Vulkan entfernt befinden. Nach diesem Film liegt hier der Borgberg und an dessen Fuß Bad Harzburg. Nach Norden hin schließt sich das nördliche Harzvorland an. Dort, wo der Nebenschlot an die Erdoberfläche tritt, liegt Fienenborg. Das sehen wir uns einmal an. Vom Borgberg bis nach Fienenborg sind es ungenau 9,11472 Kilometer. Östlich der Stadt verläuft die Eisenbahnlinie Braunschweig-Wolfenbüttel-Schladen, Bad Harzburg und zurück. Das Gelände eignet sich gut zur Suche vulkanischer Elemente. Und da ist auch schon eine Vertiefung. Sie sehen, meine Damen und Herren, dieses muss einer der vielen Seitenkrater sein. Ich werde mal versuchen, vorsichtig hinunterzusteigen. Nein, meine Damen und Herren, weiter kann ich nicht runtergehen. Es wird zu steil. Eventuell würde mich dieser Krater auch verschlucken. Die Suche wird fortgesetzt. Ein weiterer Abhang ins Erdinnere. Und hier tut sich noch ein wesentlich größerer Nebenkrater auf. Es sieht so aus, als wäre tatsächlich hier alles vulkanischen Ursprungs. Hoffentlich bricht der Vulkan jetzt nicht aus. Ich hätte ja keine Überlebenschance. Eine wahrhaft gespenstische Umgebung hier. Die Atmosphäre ist wirklich so, dass ich schnell weg will. Über Fienenborgs Hauptgeschäftsstraße fahre ich nach Westen. Was sich mir nun zeigt, übertrifft fast alle menschlichen Vorstellungen. Sehen wir ein weiteres Phänomen. Einer der vielen Seitenkrater. Aber hier fließt die Oker durch. Dieser Krater ist ausgefüllt mit Wasser. Wenn wir an die isländischen Geysire oder an die Geysire im Yellowstone Park denken, kann man schnell auf den Gedanken kommen, dass hier gleich eine Fontäne heraustritt, falls das Wasser auf vulkanische Hitze stößt. Tolle Entdeckungen, kann ich da nur sagen. Sie sehen, meine Damen und Herren, ein überraschendes Ergebnis. Zum Abschluss kommen wir zu den möglichen Auswirkungen auf die Menschheit. Wir alle wissen, dass vor fast 2000 Jahren der Vesuv ausgebrochen ist und die römische Stadt Pompeji unter seiner Asche restlos begraben hat. Ich will Ihnen ja keine Angst machen, aber kann der Stadt Fienenborg nicht ein ähnliches Schicksal ereilen? Wie komme ich darauf? Untersuchen wir einmal die Wortstämme der beiden Orte. Sowohl in Fienenborg als auch in Pompeji kommen die gleichen Vokale vor. Ein I, ein E und ein U. Naja, das klingt ähnlich wie ein O. Vielleicht sprachen die alten Römer ja auch das O wie ein U aus, also Pompeji. Können wir aus dieser Namensähnlichkeit und den gesehenen Kratern also den Rückschluss ziehen, dass Fienenborg ein ähnliches Schicksal zuteil wird wie Pompeji? Sollte diese Straße nach Fienenborg wegen eines bevorstehenden Vulkanausbruchs bald nicht mehr befahrbar sein? Noch kann man die Schönheiten dieser Stadt betrachten. Noch ragt der Kirchturm gen Himmel. Noch ist der alte Burghof begehbar.
Der Bahnhof existiert noch. Das Eisenbahnmuseum kann noch besichtigt werden. Die Züge rollen noch durch Fienenburg. Auch lässt noch keine heiße Vulkanasche das Eis an der berühmten Eisecke schmelzen. Möge Fienenburg noch lange vor einem Ausbruch bewahrt bleiben. Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie spüren in diesem Beitrag die Erkenntnisse schwerer wissenschaftlicher Arbeit. Ich werde weitere Themen versuchen aufzuspüren. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es dann heißt, nicht wahr.